Ja, und das ist eine brandneue Folge von Ein Gespräch unter Freunden. Florian und ich waren mal wieder eine Weile getrennt und endlich sind die beiden Herzi-Postcaster wieder vereint und wieder an den Mikrofonen für euch. Und heute werden wir nicht nur rekapitulieren, was die letzten zwei, drei Wochen passiert ist, sondern tatsächlich auch noch über Regeln für Ritter sprechen. Also freu dich mit uns auf diese Folge. Schnall dich an, wir wählen uns an. hallo und einen wunderschönen, das ist der Marco aus Budenheim. Ja, moin moin, Jan-Marco, der Florian hier bei einem Gespräch unter Freunden. Mann, hier der Disco-Janni und der Disco-Flori hier heute am Start. Aber hallo, aber hallo. Das war nicht so meine Zeit, du magst die Disco-Zeit gerne, ne? Ich mag die sehr, sehr gerne. Ja, ich, ich bin immer, immer bereit, einen, einen flotten Schuh, äh, nee, einen flotten... Flotten. Oh, ich weiß gar mehr, ein Flotten irgendwas auf den Riemen zu legen. Und ich dann immer denke, sofort, Jan Marco, dass ich dich in irgendeinem Gli silbernen Glitzeranzug sehe, so wie John Travolta damals. Ja. Mir sofort durch den Kopf. Großartiges Bild. So sehe ich mich auch Wer tatsächlich. Ja, so ich in den 30er Jahren sehe. Mit Schlapphut und. Das ist auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich auch nur bis zu einem äh, silbernen Disco-Hut gebracht. Mal gucken, ob der Silberanzug noch irgendwann hinterher kommt. Bestimmt. Wobei momentan muss ich dir ganz ehrlich sagen, unter Freunden, mhm. weil wir unter uns sind, genau. tatsächlich habe ich im Moment ein bisschen mehr wieder eine Goldphase. Mhm. Also ich habe tatsächlich Bock irgendwie auf, auf Gold. Mhm. Sämtlichen. Ich habe sogar, sogar letzt, als ich im Auto fuhr, irgendwie mal wieder zwei Stunden genau von Stuttgart rüber nach, nach München. Irgendwie so eine Vision von einem goldenen Auto gehabt. Ich bin mal gespannt, ob das nur so ein, ein mystisches cool. Bild ist oder, oder, oder ein, eine, eine, eine Vision, die mir irgendwas sagen soll oder ob es tatsächlich irgendwann dazu kommt. Das ist großartig. Ich habe jetzt auch die letzten letzte Anschaffungen waren auch alle gold bei mir. Wenn du es gerade ja? sagst, ja, goldenes Handy, goldenen Teelichthalter. Ja, vielleicht ist es. Das stimmt. Nicht, ist es eine ja. Vorsehung vielleicht? Irgendwie so die Phase, ja, das stimmt. Aber mein, stimmt, mein Handy ist auch golden. Das war, glaube ich, so das Erste, was, was so golden ist. Und jetzt habe ich ganz, ganz toll und neu erfahren äh, von meinen äh, lieben äh, Freunden aus der Finanzbranche, mhm. dass du quasi bei denen immer so Goldbarren in verschiedenen, ich glaube, ab. Ich werde jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, ab 50 Gramm kannst du Goldbarren bekommen mhm. und das ist ein ganz spannendes Modell. Ich habe jetzt leider keinen Vertrag mit denen, mhm. deswegen gibt es auch jetzt nichts zu teasern, aber ich erzähle das mal, weil ich das sehr schön inhaltlich finde und vielleicht kann der eine oder andere sich da auch schon was von mitnehmen. Mhm. Aber auf jeden Fall machen die das so, ähm, du kannst auch Sparpläne einrichten ab 25 Euro und immer dann, wenn du genügend zusammen hast, dass so ein Barren quasi bezahlt ist, kannst du dich halt entscheiden, ob der irgendwo eingelagert werden soll oder ob du den nach Hause geschickt bekommst. Und wenn du den nach Hause geschickt bekommst, dann kommt er tatsächlich in so einem kleinen Holzkästchen. Und da meinte äh, die nette Dame, mit der ich gesprochen habe, dass das halt, dass sie zu Hause halt auch so eins hat. Und ähm, sie gesagt hat, das ist total super, weil das quasi auch von der Hausratsversicherung äh, wohl abgedeckt ist. Das heißt, sie macht sich da auch keine Sorgen mhm. wenn der irgendwie verschwindet, aber das wird so eine ganz tolle Energie geben. Und dann geht sie einfach regelmäßig so hin und dann kann sie das immer so aufmalen, dieses Holzkästchen, und dann hat so quasi ihren Schatz und kann sich mit dieser Goldenergie wieder aufladen. und Das fand ich sehr, sehr schön. Das, weil wir weil, ja, beide mal drüber gesprochen haben vor einiger Zeit im Podcast. Ja, und Freund von über, ja über den so. Geldmagneten. Ja. Und das, dass man quasi eben halt dann. Entweder so ein Konto hat, wo man nicht wieder rangeht und das ewig anwachsen äh, wachsen lässt. Und da hatten wir beide so ein bisschen. Und ich glaube, ich habe auch mit dem Markus Habermehl drüber gesprochen. Mhm. Und der meinte auch, dass er es einfach sehr, sehr toll findet, zu so diesen Geldmagneten in Gold anzulegen. Und, und für mich bekam diese Information jetzt nochmal so ein rundes Bild, weil ich es mir einfach sehr, sehr gut vorstellen konnte, dass du halt einfach so eine kleine Holzschatulle hast mhm. und dass da tatsächlich dann echtes Gold drin ist. Ich habe einen Kumpel, der macht das auch. Der ist auch ein Riesenfan davon. Aber sag mal, muss ich kurz überlegen: ein Gramm Gold, 40 Euro. Das heißt, wir sind dann bei 2000? Sowas in der Größenordnung, ja. Mhm. Ich weiß es jetzt auswendig auch nicht genau. Du kannst natürlich auch mehr da reinpacken. Weil das ist schon ziemlich faszinierend, so dieses Metall. Ne? Du überlegst, du kannst halt, ich glaube, ein Gold kostet, äh, ein Gold, genau. Ja, ein <laughs> ein Gold. Gramm Gold kostet <laughs> etwa 40 Euro in der Pflegeanstalt, ne? Oder in der. Mit ja bei 40 Euro aktuell ich weiß das ist ja, ja ja dem wo du halt auch kaufst also oft sind diese kleinen Stückelungen auch relativ teuer im Verhältnis wenn du das mal irgendwie gegen den Unzenpreis oder den Kilopreis gegenrechnest und ich glaube das Kilo liegt im Moment so ungefähr bei 37.000 Euro mhm. das ist schon krass oder Hast du einfach in so ein Kilo, ja, also so quasi das, was sich so ein, so ein guter Mann am Wochenende auf den Grill schmeißt, dass du da so einen Wert einfach halt mit dir ertragen kannst. Ja, ich würde ja immer in Aktien gehen, weil hast du ja die Wertsteigerung mit dabei. Löschstimme. Aber Gold nicht. Ja, aber ich weiß, ich weiß, was für die Energie unterschreibe ich jetzt 100 Prozent. Aber sag mal, eine ja. andere Frage, wenn ich jetzt 50 Gramm Goldbarren kaufe, wie viel, wie viel Gold ist denn da wirklich drin? Weil das, das kann ja nicht reines Gold sein. Doch. Geht das? Hält das ja, zusammen? Ja, das geht. Das hält zusammen, ja, ja. Naja, und, und das Schöne an Gold ist ja, dass es quasi. Ähm, oh Gott. Jetzt sind wieder meine, meine chemischen äh, Erkenntnisse gefragt, mhm. die ich gerade gar nicht so. Aber auf jeden Fall hat ja Gold mit die geringste äh, Bindungsbestrebung. Und deswegen bleibt es halt im, im Gegensatz zu Silber und vielen anderen Metallen, die dann sofort an der, öffnen, äh, an, der, an der frischen Luft oder sowas anfangen würden, halt zu rosten oder zu oxidieren. Mhm. Wie es in der Fachsprache heißt, äh, bleibt Gold eben halt tatsächlich auch so. Und deswegen kannst du das ziemlich rein einfach so auch lagern, ohne dass irgendwie da eine Patina oder sowas sich bildet. Cool. Weil zum ja, okay. Beispiel Silbermünzen darfst du ja nicht äh, so, oder sollte man, da, da dürfen tut man natürlich alles, aber man sollte sie nicht äh, so offen lagern, weil sie eben dann halt ziemlich schnell anlaufen. Nicht so mit Gold. Cool. Ja. Und jetzt überlege ich gerade mal, das ist natürlich, ja klar, das ist natürlich 50 Gramm. Jetzt würde ich natürlich sofort denken, als alter Prepper, ne? Ja, da kann ich aber nicht mit bezahlen. Deswegen würde ich mir eher ein Gramm äh, Münzen oder ein Gramm, äh, diese, diese ganz kleinen 1 Gramm Dinger holen. Und damit könntest du ja auch nochmal ein Brot kaufen oder so, oder mehrere Brot. Also du kannst wenigstens bezahlen. Das stimmt, das gibt es auch. Aber das müsste man sich halt auch noch mal überlegen, genau, weil viele... Haben mir gesagt, also ich hatte diese Überlegung auch, ja, und es gibt sogar tatsächlich dafür vorbereitete Blister. Also genau. du kannst dann zum Beispiel 50 Gramm genau. ähm, jeweils als einen Gramm eben halt vorbereitet, entweder so zum Abbrechen, oder es gibt sogar welche, da sind die einzeln quasi in so einem Bogen geblistert. Das heißt, du kannst dann theoretisch auch mal so ein einzelnes Gramm wegschneiden und die anderen sind noch weiterhin eingeschweißt. Mhm. Um die einfach besser transportieren zu können und, und, und besser zu lagern und so. Also da gibt es ganz. Also wirklich unglaublich viele schöne Möglichkeiten, die, die auch dann eben in kleineren Stückelungen zu lagern. Aber da hat mir jemand gesagt, wenn die richtig große Krise kommt, wird so pauschal halt auch keiner erstmal Interesse an Gold haben, sondern tatsächlich werden dann das Wichtigste sein halt, dass ich Lebensmittel oder irgendwelche Sachen, ja. mit denen du konkret was machen kannst. Mhm. Das heißt auch dann ist tendenziell Gold erstmal was äh, was du halt besser transportieren kannst, was du nicht von der Bank abheben äh, musst und was trotzdem mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit wertstabil bleibt und deswegen haben ja viele Gold. Mhm. Also hat mir jemand gesagt, also es wäre nicht so wahrscheinlich, ich habe die so eine Zeit noch nicht mitgemacht, ähm, aber es wäre nicht sehr wahrscheinlich, dass du dann mit dem Gold viel bezahlen könntest oder dass es viel wert wäre, weil dann die Leute erstmal hinterher wären, dass sie eben Essen oder sowas mhm. bekommen beziehungsweise die die dann sich noch erlauben könnten äh, gold zu nehmen das wären halt so diese klassischen investoren die einfach sagen dann kaufen wenn die donnern äh, wenn die kanonen donnern mhm. und die würden dann wahrscheinlich auch einen unglaublichen preisdruck auf dich ausüben weil sie eben wüssten dass du zu dem zeitpunkt eben nicht viel davon losbekommen würdest mhm. das war ja früher im zweiten weltkrieg auch so wenn dann die leute dann im alten land ihre gemälde verkauft habe, um Essen zu bekommen, ne? Und dann konnten natürlich dann die Obstbauern sagen, ja wunderbar, Gemälde nehme ich euch, Kristall halt nur ein Sack Apfel für, Äh, Sack Äpfel für. Zum Beispiel genau. Oh. Und das und das müsste man sich dann halt eben überlegen, ob das halt wirklich so ein so, so ein so richtig guter Deal ist. Also ich also ich ganz persönlich sehe seitdem Gold eher halt tatsächlich so eine Möglichkeit, wo ich unabhängig von Banken relativ einfach größere ähm, Gegenwerte lagern kann. Mhm. Und ich sehe es eben halt tatsächlich auch als als ja, Wertstabilisator quasi an. Ja, also mhm. im Moment muss ich sagen, ist Gold ja wieder ein bisschen am, am Steigen in letzter Zeit. Das kann auch sein, weil die, weil die Börsen so ein bisschen unter Druck gekommen sind. Mhm. Also man kann auch da hin und wieder einfach mal Gewinne mitnehmen. Ja, aber im Großen und Ganzen sehe ich es halt einfach als das, äh, dass es quasi Wert konserviert, dass, dass du quasi den gleichen Wert schon im Römischen Reich. Für eine Unze Gold hast du ungefähr halt quasi sowas wie einen Anzug und ein paar Schuhe oder sowas bekommen. Und heute bekommst du eben auch für eine Unze Gold einen Maßanzug und ein paar ordentliche Schuhe. Was ist nochmal ja, eine also Unze? Eine Unze sind... Ich glaube 30 Gramm oder sowas. Oh ja, das ist aber dann auch schon ein Wort, ne? Ja, Schön ordentlich. 1200 kriegst du natürlich auch einen guten Anzug, das stimmt. Genau. du Anzüge genau. Kaufst. <laughs> Mein teuerster Anzug. Nein, ja nein, das geht ja einfach nur um, um den Vergleich. Also, ich kaufe da jetzt natürlich nicht, also zumindest noch nicht meine Anzüge, ja. Aber es geht ja einfach darum, nehmen. einfach das zu vergleichen, weil du kannst ja das, was der Römer damals gekauft hat, mhm. nicht jetzt mit irgendeinem HM-Anzug vergleichen. Nee, mhm. ja, ich überlege gerade Weil das war auch. ja damals alles Handarbeit genau. und das waren ja dann feine Leinen und sowas, genau. Und deswegen müsstest du es natürlich dann auch mit dem. Ähm, Als ja, ich damals. Beim Herrenaufstatter war, da hast du recht, wenn ich darüber nachdenke, habe ich auch immer so locker 800 bis 1000 Euro für einen Anzug bezahlt. Stimmt, hast recht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann packst du ich noch ein paar schöne italienische Lederschuhe oder sowas. Ja, da noch Dann ein paar, ein paar Hemden, ja. bis ruckzuck dabei. Stimmt hast genau. recht. Genau. Ja, ja. Ja. ja, Marco, ich habe spann zwei spannende Fragen mitgebracht, ähm, die mir letzte Woche gestellt worden sind, wo ich dachte, hoppla, die will ich gerne die auch mal stellen. Mhm. Und äh, bin mal ganz gespannt. Hast du Bock drauf? Ja, total. Mhm. Also, welchem Ziel schenkst du mhm. im Moment am meisten Aufmerksamkeit? Ich sag doch mal für die Zuhörer, welchem Ziel schenkst du im Moment am meisten Aufmerksamkeit? Das ist echt eine total gute Frage. Da, 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 da wälze ich mich schon seit ein paar Tagen drin. Mhm. Und ich habe ja tatsächlich meine, meine große Vision, wo ich jetzt anfange, auch immer mehr mit Leuten drüber zu sprechen und werde jetzt demnächst auch eine Webseite dafür aufsetzen, dass ich ja gerne so ein, ein, ein Ort für persönliche Entwicklung äh, oder persönliches Wachstum schaffen möchte. Ich nenne es auch liebevoll für manche, damit sie sich eher was darunter vorstellen können, ein, ein, ein Spielplatz für Erwachsene. Mhm. Und ich habe so ein bisschen im kleinen sowas äh, jetzt gefunden im Smart Village in, in München. Mhm. Die machen das da aber schon noch für meinen Geschmack relativ businesslastig und ich möchte halt wirklich gerne rausgehen und es wird da so nach und nach eben Unterkünfte geben, relativ einfach auch. Und mein, mein Gedanke dabei ist, dass Leute, die entweder mal eine Auszeit brauchen oder die auf so Persönlichkeitsentwicklungsseminare gehen, aber vielleicht auch auf eine Yoga-Ausbildung und... und was man nicht alles so machen kann, mhm. dass die sehr häufig wieder aus ihren Prozessen rausgerissen werden, wenn die in irgendein Stadthotel gehen oder in irgendeinem so Hotel sind, weil man sofort in der Freizeit wieder in, in, in sein altes Leben quasi wie zurückgerissen wird. Selbst wenn man in einer anderen Stadt ist, sehe ich das immer wieder. Sofort wenn die Smartphones wieder rausgepackt, mhm. sofort sind die Leute wieder woanders. Und deswegen glaube ich, dass es echt sehr sehr wichtig ist, dass es eben auch Orte gibt, wo Leute sagen: Ich gehe jetzt mal wirklich ganz konzentriert eine Woche dahin, vielleicht auch zwei Wochen, wenn man es sich erlauben kann, gerne auch vier oder acht Wochen, ja, mhm. um mal entweder wirklich rauszukommen oder ganz äh, ganz gezielt wirklich mal so ein so ein Seminar zu durchlaufen, ohne eben wieder andauernd wieder äußeren Ablenkungen, äh, zumindest den gewohnten Ablenkungen halt ausgesetzt zu sein. Mhm. Und oh, da habe ich tierisch, tierisch Bock drauf, und, und ich habe jetzt mit vielen Leuten drüber gesprochen, und, und ich bekomme da total viel, äh, total viel Zuspruch und, und, und wirklich, dass die Leute das super finden und sagen, cool, und, und komme ich auf jeden Fall hin. Und da bin ich jetzt gerade am Tüfteln, ähm, dass ich das äh, wirklich jetzt möglichst schnell zumindest begreifbar mache, weil ich, du merkst ja gerade selbst, dass ich mir hier und da nochmal schwer tue, das wirklich genau zu beschreiben, wie wird das aussehen, wo wird es sein und so. Mhm. Und ich habe ja schon mal mit dir drüber gesprochen, ich glaube auch im Podcast habe ich schon mal drüber gesprochen. Also, Ort ist noch nicht so ganz final. Das liegt auch daran, dass ich damit meine Lebensgefährtin immer so ein bisschen äh, Kämpfe austrage, wie weit wir uns von den Familien entfernen wollen und dürfen. Mhm. Aber ansonsten möchte ich einfach soweit es geht einfach das jetzt skizzieren, damit ich das raus in die Welt senden kann. Und ich hatte da jetzt auch eine ganz, ganz tolle Session mit einem relativ bekannten Speaker auch und da haben wir noch mal zusammen die Disney Strategie gemacht, so 20 Minuten. Und dadurch ist es schon deutlich konkreter und größer geworden und auch so die, die nächsten Schritte, die anstehen. Aber der erste war mir halt ganz klar, ich musste es wirklich als allererstes jetzt mal begreifbar machen damit ich das halt schön in die Welt rausbringen kann. Mhm. Und ich glaube, dann wird ganz, ganz viel noch passieren. Mhm. Was sich da dran hängt, ist spannenderweise, dass jetzt ganz viele, weil ich war jetzt ja wieder auf einigen Fortbildungen und Seminaren, mhm und das fast überall da der Wunsch laut wurde nach hey lass uns noch mal treffen lass noch mal was machen ähm, das war irgendwie ganz cool jetzt was wir so gelernt haben aber so richtig gut habe ich ja noch nicht umgesetzt oder oder ich bräuchte auch noch ein bisschen Übung damit ich mich traue das dann auch rauszubringen und das ist mir fast zugelaufen wo ich mit den Leuten quasi so über meine große Vision gesprochen habe und das ich gesagt ja das wäre ja quasi sowas schon mal so im Kleinen Du, hättest du nicht Lust, mal so Übungsgruppen zu initiieren. Und das hat sich dann ganz, ganz schnell verselbstständigt. Also es gibt jetzt schon in drei Städten WhatsApp-Gruppen, wo die Leute sich da schon verabreden. Und dann hatte ich so das Gefühl, ja krass, jetzt, jetzt läuft mir das ja schon wieder aus der Hand. Aber dann ist mir klar geworden, hey, das ist super cool, dass das jetzt auch so eine Eigendynamik entwickelt, mhm. weil das... Weil das A, das schon mal voranbringt und B, weil es halt den Boden dafür halt schon mal äh, vorbereitet quasi. Ja. Mhm. Und, äh, und, und dann ist es immer so, wie das Universum das halt so will. Sobald man sich so einer Idee öffnet und sagt, ey, das finde ich voll cool und das würde ich gerne machen, äh, sind dann auch überall wieder so, so Randbereiche aufgepoppt, die dazu wieder zutragen. Also so andere Bereiche, wo Leute sich eben halt treffen und sich dann zum Beispiel für so Talks oder sowas eben halt zusammentun. Mhm. Und ich habe halt auch mit Trainern darüber gesprochen. Und die Idee dahinter ist jetzt, dass ich sehr gerne das so machen würde, dass ich eben halt mit verschiedenen Trainern, die ich draußen kenne auf dem Markt, quasi so einen Deal mache, dass die quasi die Leute dann irgendwie zu, zu diesen Übungsgruppen schicken. Weil dann haben die quasi eine, eine gute Nachbetreuung. Die Leute bleiben halt zusammen und verstärken sich vielleicht auch nochmal. Da bin ich ganz gespannt. habe ich jetzt äh, mit zwei schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, die waren auf jeden Fall sehr offen und haben gesagt, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und, und ich finde die Idee auch sehr, sehr cool. Und da werde ich auf jeden Fall jetzt dran arbeiten. Mhm. Und es wäre ja nicht der Marco, wenn die Story halt da zu Ende wäre, weil sich ja, was ich schon öfters angedeutet habe, jetzt nicht nur andeutet, dass ich wahrscheinlich was im Finanzbereich auch machen werde. Mhm. Und äh, da habe ich tierisch Bock drauf. Und das ganz klar halt auch unter dem Aspekt dass Geld einfach so lange halt so, so ein Riesenthema für mich war und ich einfach deswegen die Apps sehr, sehr früh erfahren habe, als ich selbst in der Finanzbranche war, so in ungefähr meinen frühen 20ern und, äh, und, und auch wirklich viel Geld an der Börse verdient habe. Dann habe ich irgendwann entschieden, dass Finanzvertrieb überhaupt nicht mein Ding ist und bin da ganz radikal rausgegangen. Dann ist irgendwann die Börse am neuen Markt äh, zusammengebrochen und dann bin ich ja erst mal rausgegangen und es, es, es gab so zwischendurch halt einfach da so eine Phase, wo nicht so richtig Land in Sicht war und gegen den Markt zu spekulieren hatte ich auch kein Interesse und auch keinen Zugang zu hatte dann auch nicht so einen richtigen Mentor mhm. bin dann so komplett rausgegangen und jetzt ist es ja so ein bisschen mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass ich so ungefähr vor drei Jahren wieder angefangen habe ähm, zu investieren und das macht mir einfach riesen riesen Laune und habe mich jetzt in dem Bereich halt auch fortgebildet und äh, gemerkt, was für, was für ein Potenzial das einfach äh, freisetzt und, und, und was, was für eine Freiheit das halt für Menschen schaffen kann. Mhm. Und ähm, ja, ich will jetzt auch noch nicht zu lang planieren. Wie gesagt, es steht ja auch noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen, beziehungsweise geht jetzt auch erst langsam los. Aber ich habe mich auch eine Weile dagegen gesträubt, weil ich gesagt habe, investieren und Geld und sowas kann ja nicht alles sein. Da gibt es auch andere Leute, die sich darum kümmern. Aber was mir sehr sehr klar geworden ist und warum ich auch so stark da reingehe, ist, dass in ungefähr den nächsten 15 bis 20 Jahren unsere Welt, die wir hier so kennen, sich so radikal ändert, wie wir es uns jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen können. Mhm. Und das ist der Aspekt, warum es mir es noch mal wichtiger gemacht hat, weil viele werden wahrscheinlich gar nicht so schnell darauf reagieren können. Kannst du mir mal ein also die werden, bauen oder mal zwei drei Szenarien bauen? Ja, wir haben ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Mhm. Ähm, das Spannende ist grundsätzlich mit fast jedem, der sich so ein bisschen mit der Welt wirklich intensiv befasst, bestätigt das sofort. Ja, Es geht bei solchen Sachen los. Ich habe das jetzt noch nicht geprüft, hat mir letztes aber ein Trainer erzählt, hat zum Beispiel gesagt, dass Google jetzt offenbart hat, dass sie keine Studenten mehr einstellen wollen, zum Beispiel. Und da sieht man einfach, dass das quasi dieses Bildungswesen, das immer hier in Deutschland sehr, sehr hoch gelobt wurde, und in anderen Regionen dieses Planeten auch dass das langsam, aber sicher so nicht mehr funktionieren wird. Kannst du mir da ein Bild Nein, Das verstehe ich nicht. Wieso keine Studenten mehr? Zu so teuer? Nee, ich, ich, ich glaube, dass es denen nicht mehr so viel bringt. Weil tatsächlich die Entwicklung so schnell vorangeht. Und während jemand halt ein Studium macht Und das Studium muss ja irgendwie vorbereitet werden. Mhm. Ja, in aller Regel. Ja. Das heißt bis du mal einen entsprechenden Lehrplan hast und einen entsprechenden Studiengang hast ah. und das dann Leuten beibringen kannst, ist das Wissen jetzt rein theoretisch, wenn die mm. richtig Vollgas geben, schon wieder sieben bis zehn Jahre alt. Super, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ein klares ja. Bild. Das daran, daran ich so, und da sagen sich natürlich jetzt immer mehr Unternehmen, da haben wir keinen Bock drauf, das bringt uns auch nicht so viel. Und da wurde mir bis jetzt in Diskussionen immer entgegengesetzt, haben gesagt, ja, ja, Marco, aber mir hat das Programmierstudium und sowas schon viel gebracht, da habe ich ja viel Grundlagen gelernt und mit den Grundlagen konnte ich dann ja auch viel schneller dann aktuelle Programmiersprachen lernen. Mhm. Und das ist aber halt nicht wirklich die Wahrheit, weil du lernst das ja trotzdem, wenn du es lernst. Und wenn du in einem Unternehmen es lernst oder begleitend in einem Unternehmen, ja, dann lernst du A, gleich die Anforderungen, die das Unternehmen jetzt hat, mhm. Und du lernst trotzdem gleichzeitig ein Grundverständnis, dass du natürlich dann auch, wenn du mal das Unternehmen wechselst oder wenn eine neue Programmiersprache kommst, äh, lernst, ist es ja auch dann einfacher möglich, auch das eben halt zu adaptieren, weil das wird ja nicht komplett neu entwickelt, mhm. sondern normalerweise ist es ja auch immer ein Progress und das eben halt eine Technologie auf die nächste aufsetzt. Und das ist so eine Diskussion, die habe ich früher schon immer viel geführt, wo dann viele gesagt haben, ja, wenn ich Latein mache, das ist ja eine super Grundlage und damit kann man dann die romanischen Sprachen auch viel einfacher lernen. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, ja, aber du kannst auch gleich eine romanische Sprache wie Französisch lernen. Und dann hast du eine Sprache, die du sprechen kannst in einem Land und hast gleichzeitig auch eine Grundlage, um dann noch Italienisch oder Spanisch oder ähm, teilweise auch Englisch oder sowas eben halt besser zu lernen. Was war das zweite Szenario? Also warum, also wie wie die Welt sich verändert wenn man das jetzt mal in drei Szenarien nimmt. Ja, es wird, es wird halt, es wird halt wirklich immer mehr digitalisiert und automatisiert und das ist ja auch eigentlich kein Geheimnis mehr. Mhm. Und ich glaube, also wenn ich das wirklich brennend interessiert, würde ich fast am liebsten eine, eine extra Sendung dazu machen, weil, weil das, heute wird das glaube ich fast so den, den Rahmen so ein bisschen sprengen. Sonst die zwei Keywords, also hohe Automation glaube ich auch, hohe Automatisierung glaube ich auch. Und was ist der dritte Punkt? Und was halt der dritte Punkt ist, ist halt, dass äh, künstliche Intelligenz immer wichtiger wird mhm. und immer fähiger wird. Und das ist zumindest auf, auf absehbarer Zeit extrem wahrscheinlich ist, dass eben halt nicht nur niedrige Jobs von Robotern und Maschinen übernommen wurden äh, werden, wie es bisher auch geschehen ist, sondern dass äh, auch immer mehr hochqualifizierte Jobs verschwinden werden. Ja. Also beziehungsweise, die werden sich halt noch weiter eindampfen. Das heißt, du wirst ein paar... Superbrains haben oder hochgradige Spezialisten, die dann bestimmte Dinge entwickeln und diese Sachen, die die entwickeln, werden so einfach zu nutzen sein, dass äh, du eigentlich keinen Spezialisten mehr brauchst oder ja, oder der also entweder brauchst du keinen Spezialisten mehr, bedeutet du kannst dann halt, ich sag dann immer nett irgendwie die Sekretärin oder sowas dran setzen, um eine Webseite heutzutage zu bauen. Früher hat man dafür immer einen Programmierer geholt. Mhm. Das ist halt so ein Beispiel, das ist mir halt sehr, sehr gut Verbildlicht. Mhm. Äh, mittlerweile würde ich sagen, jeder, der äh, Interesse hat und sich da ein bisschen reindenkt, kann heutzutage eine eigene Webseite aufsetzen. Mhm. Früher war das der Job halt von einem Spezialisten. Es ist aber auch in dem Bereich jetzt nicht wirklich was nachgekommen. Ja, weil dann sagen viele, ja, aber wenn du einen Job aufsetzen willst oder wenn dies und wenn das und was jenes, wenn ich mich umgucke, du, ich kenne irgendwelche jungen Unternehmerinnen und sonst was, die setzen auch selber ihre Shops auf und so. Also das heißt also auch viele Sachen, die jetzt mit höherem Anspruch als an eine normale Webseite, ist noch lange eben kein Programmierer mehr notwendig. Bis auf die paar Programmierer, die dann das Shop-System oder das E-Learning-System oder... You name it, ja, also was, was auch immer da so kommen mag, einmal entwickelt haben und dann ist es quasi schon wieder beliebig skalierbar. Ja, ich, ich, und das wird ich, halt so, interessanterweise hm. ganz krass im medizinischen Bereich auch kommen. Da habe ich jetzt auch mit einigen Leuten aus dem Bereich gesprochen und die berichten, dass jetzt halt schon losgeht. Dass einfach ganz viele Prothesen zum Beispiel, die aufwendig irgendwie äh, gefertigt wurden. Früher kannst du heute mehr oder minder aus dem 3D-Drucker äh, bringen, habe ich mit einem jungen Startup gerade gesprochen, mhm. die sowas machen. Ähm, ja, so, da geht halt irgendjemand hin, quasi ein, ein fortgeschrittener Laie, sage ich mal, ja, oder jemand, der die dann halt später irgendwie anwendet, ähm, bestellt die online, bekommt die fertig, eben halt direkt geliefert und, und, und kann angelegt werden. In der Zahnmedizin geht es schon los, dass einfach da immer mehr automatisiert wird, was früher von, von Spezialisten äh, angefertigt wurde. Ich habe es jetzt selber schon erlebt, habe auch zwischendurch ein Implantat zum Beispiel gehabt, das hat der Zahnarzt selber gemacht. Ja, das heißt, auch da, klar, gab es den Zahnarzt noch, aber früher gab es ja auch noch ein Labor dahinter, das eben die ganzen Anfertigungen gemacht hat. Scheint jetzt äh, eben zunehmend wegzufallen. Und das ist jetzt auch nur so die oberste Spitze vom Eisberg. Ich glaube, da äh, werden noch ganz, ganz viele Sachen, wo die Leute sich jetzt noch nicht so im Klaren drüber was, sind. Was sind die drei, drei Chancen, äh, die man daraus sehen kann? Also was würdest du dann, also was, was wenn du sagst, okay, das wird jetzt so, was sind dann deine, deine, deine drei, drei Ideen, wie du da, wie du das quasi nutzt? Ähm, was meinst du mit Nutzen? Ja, wenn du halt sagst, okay, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach Mensch, oh ja, was mache ich denn jetzt und so, was sind denn dann die drei Tipps, die wir ihm geben würden? wie er sich optimal darauf er oder sie ah, okay. optimal ja, darauf einstellen ja, ja. kann. Also auf jeden Fall ähm, so, so viel wie es möglich ist, per, ähm, persönliche Fortbildung oder, oder, oder Persönlichkeitsbildung und Entwicklung zu machen, damit du die Fähigkeit hast, dich möglichst schnell auf neue Situationen einzustellen. B, deine Kommunikationsskills so weit wie möglich auszubauen. Ja, und die Fähigkeit auch für, für dich und, und oder für, für ein Thema. Einzutreten, weil wenn du das kannst, ist die Chance zumindest sehr, sehr hoch, dass solange wir noch Geschäfte mit Menschen machen, wird das gebraucht werden. Mhm. Wenn wir irgendwann vielleicht gar keine Geschäfte mehr mit Menschen machen, dann haben wir ein anderes Thema. Mhm. Aber im kompletten Lehrbereich und alles, was jetzt direkt mit Menschen zu tun hat, ja, also es wird auch noch in bestimmten Bereichen im Verkauf zum Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, dass das extrem lange erhalten bleiben wird. Äh, alles, was mit Fortbildung und sowas zu tun hat, wird wahrscheinlich sehr, sehr lang äh, einfach deswegen bestehen. Das hat ja Richard, äh, David Richard Brecht so schön mal. Oder Richard David Brecht, naja, auf jeden Fall derjenige, welche der sich philosophisch sehr viel damit auseinandersetzt, mal sehr schön auf den Punkt gebracht. hat gesagt, das ist gar nicht. Dass es jetzt an dem Punkt nur darum geht, ob die Künstliche Intelligenz oder die Maschine irgendwie auch den Lehrer ersetzen kann, sondern es werden einfach sehr, sehr lange viele das für keine gute Idee halten. Genau. als werden viele Eltern innerlich so ein bisschen aufstoßen oder oder zusammenzucken, äh, wenn sie plötzlich davon hören: Jetzt ist da ein Roboter, der meine Kinder unterrichtet und betreut. Mhm. Also allein der, deswegen wird der Aspekt, glaube ich, ziemlich lang bleiben. Und ich glaube, zumindest für die, die eine gewisse Kaufkraft haben, wird auch der Pflegebereich relativ lange wichtig äh, bleiben. Im Handwerk könnte ich mir es auch vorstellen. Da müssen wir halt einfach gucken, wie schnell welche Maschinen welche Tätigkeiten übernehmen können. Aber ich habe so die Sicht darauf, dass da doch ziemlich lange ähm, der Mensch noch im Einsatz bleiben wird, weil du so viele Individualfälle hast oder Sachen, die eben halt individuell auf irgendwas angefertigt werden, dass du es das halt noch nicht so standardisieren kannst. Also, das, das wären auf jeden Fall die Bereiche, die ich im Moment sehe, dass die, dass die eine ganz gute Nachhaltigkeit haben und auch insgesamt Sinn machen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas Handwerkliches gut kannst, glaube ich, selbst wenn es alles anders kommt, als sich viele ausdenken, und dann käme nochmal ein großer Weltkrieg und wir resetten quasi die Menschheit und fangen nochmal neu an, dann kannst du diese Skills halt auch super einsetzen. Mhm. Wenn du dann Programmierer bist, würde ich sagen, halt auch fast gar nicht. Einfach weil es gut sein kann, dass die Infrastruktur halt dafür nicht mehr genau, gegeben ist. Ja. Also, ich finde das auch das, so. Marco, ich würde es nochmal zusammenfassen. Ich würde auch sagen: Persönlichkeitsentwicklung, ja. Kommunikationsskills lernen, verkaufen lernen mhm. und sich als Experte so positionieren, dass man einen hohen Preis am Markt erzielen kann. Genau. Genau, das auf jeden Fall. Und der letzte Punkt, und jetzt äh, auf Wunder, dadurch äh, schließt sich die Klammer wieder, die ich vorhin aufgemacht habe. Ich glaube halt, äh, um sich abzusichern, ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich halt mit den Finanzmärkten und mit Aktien und, und Anlagen beschäftigst. Mhm. Weil, wenn alles überhaupt nicht so kommt, wie wir es gerade erzählt haben, super, dann, dann sei es so, aber dann wird es dir dadurch nicht schlechter gehen. Mhm. Wenn sich aber die Welt eben halt entwickelt in die Richtung, dann hast du natürlich selbst, wenn du nicht die Möglichkeit hast, jetzt irgendwie direkt irgendwie wieder einen Job zu ergreifen, oder hast halt einfach Pech gehabt, dass eben in den paar Jobs, die übrig bleiben, du nicht gefragt bist, hast du aber trotzdem die Möglichkeit, dich den Erfolgen anderer zu beteiligen durch eben Unternehmensanteile Klar. und dergleichen. Ja, und das, das sind also die und deswegen die halte ich das Thema für so unglaublich wichtig mh. und deswegen halte ich es für so unglaublich wichtig, dass die Leute das auch in die eigenen Hände nehmen und es verstehen. Und ich fand es ganz interessant, weil ich habe mich mit dem, äh, Mario Lüdemann äh, zum, zum Essen getroffen, letztens in München. Und der macht da ja sehr coole Sachen so im Investmentbereich. Und der meinte, das, was ich so vorhätte, was, wie sie es für ihn anhört, das gäbe es so auf dem Markt nicht. Und von daher könnte sich gut vorstellen, dass wir auch was zusammen machen. Und äh, ja, so viel kann ich jetzt die Geheimnisse schon mal raushauen. Und äh, das kann man sich dann angucken. Wahrscheinlich wird es nächstes Jahr starten, weil ich dieses Jahr noch ein paar andere Sachen habe. Und mir auch ganz ehrlich äh, in den Spiegel geguckt habe und habe gesagt, ich äh, feiere überall so ab, dass ich äh, jetzt Vater bin und dass ich äh, die Möglichkeit habe, die halt regelmäßig zu sehen und das mitzuerleben und nicht jeden Tag auf der Arbeit bin mhm. und dann äh, habe ich festgestellt, das ist auch so, <laughs> was mache ich? <laughs> bin halt fast zwei Monate irgendwie äh, in der Weltgeschichte unterwegs und mache halt Fortbildung oder bin irgendwo unterwegs und äh, anstatt bei meiner Tochter zu sein und deswegen habe ich gesagt, ich äh, fahre jetzt so den Rest des Jahres mal so ein bisschen wieder zurück und kümmere mich mal ein bisschen so um die zentralen Sachen, nämlich dass Familie und, und sowas eben halt auch bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das heißt, wir können das ja nennen. Und damit die sechs Tipps, wie du erfolgreich in die Zukunft gehst. Oder irgendwie sowas. Weil das waren ja gerade die sechs Tipps dafür, ne? Das könnte man durchaus tun. Also Persönlichkeitsweiterentwicklung. Ja, wir machen aber sechs Tipps für die Zukunft. Genau. Ja. Super. Äh, trotz alledem frage ich dich nochmal, kannst du auf diese Regeln für Ritter irgendwie eingehen oder irgendwas dazu sagen oder wie du darauf kamst? Also die Regeln, also Regeln für einen Ritter ist erschienen bei Knippenheuer und Witch von Ethan Hawke, von dem Schauspieler. Und das ist ein kleines grünes Büchlein, und da hat äh, mhm. im Vorband steht drin, dass sie irgendwann mal, ich guck mal gerade nach, äh, 1300. Mm -mm. Irgendwo quasi so ein Dokument gefunden haben. Und da hat mal ein Ritter diese, ähm, ja, also die Anleitung für ein aufrechtes Leben geschrieben. Also er hat quasi oh, cool. im Gewand eines mittelalterlichen Handbuchs hat er halt geschrieben, was würde er oder was, was wurde damals innerhalb der Ritter als ähm, so, wie sagt man das so, als, ähm, als gut empfunden. So die Liste der Regeln. Mhm. Und es sind insgesamt, jetzt habe ich, glaube ich, gerade die Kaufmännischen nicht so quitt, weil ich gucke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12. Es sind 20 Regeln. Ja. Äh, wie sich quasi ein, ein, ein guter Ritter verhält. Ja ah, cool. Genau. Und, ähm, hast, du, hast du noch schnell drei Beispiele? Wir können das ja sonst in der nächsten Folge vielleicht machen. Dass wir die noch mal okay. ausgiebig besprechen, weil es sind halt Deal. mega krasse Sachen. Wir einen kleinen ja, ja, nee, nee. da hast du total recht. Das ging mir eigentlich jetzt auch mit den, äh, mit den Tipps für die Zukunft. Machen wir auch noch mal eine extra Folge von. Ähm, das wäre viel zu schade, wenn wir das jetzt so schnell äh, verheizen. In diesem Sinne, Florian, es war mir ein Riesenfreudenfeuer, äh, dich mal wieder gesprochen ha äh, live. Wir hatten ja zwischenzeitlich jetzt immer nur irgendwie kurz mal Online-Kontakt und haben es natürlich auch wertvolle Impulse gesendet aber äh, so dieses, dieses regelmäßig podcasten das ist schon muss ich immer wieder sagen ganz ganz besonderer das Wert stimmt. Geht, Leben. Mir, geht mir auch so ja Marco cool Gut. dann freue ich mich jetzt schon auf die Folge in der nächsten Woche mhm. und wünsche dir eine weitere wundervolle Woche. Die wünsche ich dir auch ja Marco in Hamburg sagt man tschüss Tschüss Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Journals findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.